Hallo Kackbratzen. Ach Mann, schon wieder dieser schreckliche Fuchs. Der geht mir mit seiner Stimme mal echt auf die Klöten. Und warum kann der nicht mal richtige Spiele zocken? Er mögt Command & Conquer, aber für den schnellen Spaß für zwischendurch raubt euch das Spiel zu viel Zeit und auch der Chaosfaktor kommt ein wenig zu kurz. Das erste GTA ist zwar schnell und voller Chaos, aber ihr hättet trotzdem gerne ein wenig Strategie. Wollt ihr Elfmeter schießen? Nein! Ihr hättet gerne ein Spiel, das das Beste aus diesen zwei Welten miteinander verbindet? Gibt es nicht, aber sicher gibt es das. Das Spiel, das ihr sucht, heißt Return Fire und wurde 1995 für das 3DO veröffentlicht und ein Jahr später auch für PC und PS1 portiert. Return Fire ist übrigens eines der besten Spiele für die Konsole, die wohl niemand kaufte, was aber auch nicht ganz so schwierig ist, denn für das 3DO wurden insgesamt nur etwa 250 Spiele veröffentlicht. Return Fire ist eigentlich die Fortsetzung eines Amiga-Spiels aus dem Jahr 1987 namens Firepower und im Jahr 1998 folgte sogar ein zweiter Teil, allerdings nur noch für den PC. Zu dem Zeitpunkt war das 3DO ohnehin schon lange tot. Von Return Fire hätte auch eine Version für die Sega Saturn veröffentlicht werden sollen. Allerdings war die Performance so gut wie Hundepisse, weshalb die Sega-Version nie das Licht der Welt erblickte. Zumindest nicht offiziell, denn im Jahr 2007 rutschte trotzdem eine Kopie der Saturn-Version ins Internet. Gerüchten zufolge hätte es auch eine Version für das Atari Jaguar CD geben sollen, aber auch dieser Port wurde aus unerklärlichen Gründen vor Fertigstellung eingestampft. Vermutlich lag es daran, dass sich weltweit nur 3 Leute ein Jaguar-System kauften. Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Aber zurück zum Spiel. Das Prinzip ist denkbar einfach. Man wirft eine Handvoll Kampffahrzeuge und Hubschrauber in ein Level und versucht so schnell wie möglich nicht nur alle feindlichen Gebäude dem Erdboden gleichzumachen, sondern man muss auch noch seine Flagge zurückerobern. Rein oberflächlich gesehen ist das Gameplay jetzt nicht besonders neu oder einfallsreich und es gibt keine Unmengen an Nuancen und Komplexität wie in einem Command & Conquer oder anderen Strategiespielen, wie etwa auch das sackschwere Z. Aber trotzdem bietet das Gameplay von Return Fire eine gewisse Eleganz, gerade weil es eben nicht unnötig kompliziert ist und das Gameplay komplett geradlinig ist. Aber um es weniger philosophisch auszudrücken, es macht einfach verdammt viel Bock, sein Hirn für einen kurzen Moment an den Nagel zu hängen und ohne Rücksicht auf Verluste alles in die Luft zu jagen, was einem vor die Flinte kommt. Ich muss allerdings betonen, dass im Verlauf des Spiels Return Fire sehr wohl an Komplexität gewinnt. Zu Beginn muss man nur mit wenig Gegenfeuer rechnen und man kommt ziemlich schnell zum Ziel. Später aber wird man mit viel größeren Feindkomplexen konfrontiert, deren Zerstörung etwas an Strategie erfordern. Es ist nicht zwangsläufig nötig, auch alle Gebäude zu zerstören, aber es macht unheimlich viel Spaß. Eine weitere Sache, die man einkalkulieren muss, ist, dass alle Fahrzeuge leider nur mit einem begrenzten Vorrat an Treibstoff und Munition ausgestattet sind. Man sollte also ab und an einen strategischen Rückzug einplanen, um seine Vorräte wieder aufzufüllen. In jedem Szenario startet man in einem unterirdischen Bunker, wobei dem Spieler 3 Hubschrauber, 3 Panzer, 3 Jeeps und 3 gepanzerte Unterstützungsfahrzeuge zur Verfügung stehen. Es kann allerdings jeweils nur ein Fahrzeug gleichzeitig eingesetzt werden und allesamt sind in etwa so stark gepanzert wie ein rohes Ei. Insbesondere der Hubschrauber geht schon nach wenigen Treffern in Flammen auf. Am wichtigsten ist wohl aber der Jeep, denn dies ist das einzige Fahrzeug, das die begehrte Flagge aufnehmen und nach Hause bringen kann. Man sollte also zu Beginn eines jeden Levels sich eine narrensichere Strategie ausdenken, mit der man maximalen Schaden ausrichten kann, um am Ende wenigstens so viel Leben übrig zu haben, um die Flagge sicher eintüten zu können. Aber keine Angst, denn Return Fire ist einfach genug, um ohne unzählige Versuche und Irrtümer durchgespielt zu werden. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Das alles ist doch nur eine abgedroschene und arcade-lastige und dümmere Version von Command & Conquer, mit mehr Action als Strategie. Erstens habt ihr auf den billigen Plätzen die Klappe zu halten und zweitens, auch wenn Return Fire im Prinzip nur ein einfaches Capture the Flag-Spiel ist, werdet ihr den größten Spaß eures Lebens haben. Es ist wirklich überraschend, wie schnell mit dem Spiel die Zeit vergeht. Aus 30 Minuten werden plötzlich mehrere Stunden, in denen man mit viel Laune alles in die Luft jagen und dabei all seine Sorgen vergessen wird.
Ein Spiel muss ja nicht immer bretthart sein. Wenn es was zu bemängeln gibt, dann ist es das Radar, das absolut keinen Sinn hat und das man seinen Fortschritt nicht wirklich speichern kann. Stattdessen gibt es Passwörter, mit denen man später schnell wieder durchstarten kann. Die Steuerung geht im Prinzip leicht von der Hand. Wir befinden uns in der guten alten Zeit vor der Erfindung des DualShock-Controllers und welches Kontrollschema eignet sich wohl am besten, um schwere Fahrzeuge durch die Landschaft gurken zu lassen? Richtig! Die Panzersteuerung. Um nun ein Fahrzeug nach vorne zu bewegen und das unabhängig davon, in welche Richtung wir blicken, drücken wir auf dem D-Pad nach oben. Das mag am Anfang vielleicht etwas umständlich erscheinen, aber wir haben es auch alle geschafft, die gute Lara Croft mit der ebenfalls fragwürdigen Steuerung durch eine 3D-Welt zu begleiten. Also bekommt ihr das in einem Top-Down-Shooter auch noch mit links gebacken. Gelegentlich benutzt man die L- und R-Tasten, um etwa den Hubschrauber oder die Kanone des Panzers drehen zu lassen. Das ist aber auch schon alles, was man über die Steuerung wissen muss. Die Grafik ist für die damalige Zeit eigentlich recht anständig und obwohl auf den ersten Blick alle Gebäude gleich aussehen, kann man trotzdem viele kleine Details erkennen, wenn man mal genau hinsehen möchte. Alles wird zudem sehr flüssig gerendert und insgesamt ist es wohl eines der schönsten Spiele auf dem 3DO und ein wenig weniger schöner auf der PS1. Aber trotzdem ist Return Fire eine wirklich augenfreundliche Angelegenheit. Da das Spiel aus einer etwas höheren Perspektive gespielt wird, ist die Ansicht leicht verzerrt. Das verleiht dem Spiel eine gewisse Tiefe, aber leider kann es dann doch öfters zu merkwürdigen Kamerawinkeln kommen. Leider lässt sich die Perspektive nicht ändern, womit man manchmal nicht genau weiß, wohin man eigentlich ballert oder ob man vielleicht direkt in das Feuer des Feindes fliegt. Für dieses Problem gibt es leider keine richtige Lösung und es ist etwas, wofür man dann im Laufe des Spiels ein Gespür entwickeln muss. Der absolute Hit des Spiels ist aber der Soundtrack. Flattert man mit seinem Hubschrauber über feindliche Gebäude hinweg und ballert wieder aus vollen Rohren, gibt es wohl nichts Schöneres als der Ritt der Walküren, der im Hintergrund aus den Lautsprechern donnert. Hier hat man ein klein wenig bei Apokalypse Now abgeschaut, aber insgesamt gibt es wohl nichts Besseres, als bei knackigen klassischen Symphonien die Sau rauszulassen, was insgesamt wirklich für ein majestätisches und triumphales Erlebnis sorgt. Wenn ihr also die volle Dosis Return Fire wollt, dann spielt entweder mit Kopfhörer oder dreht eure Anlage bis zum Anschlag auf. Und solltet ihr bis jetzt noch immer nicht von Return Fire überzeugt sein, dann lasst mich euch sagen, dass es sogar einen Zwei-Spieler-Modus mit geteilten Bildschirmen gibt. Erstens erhöht es den Wiederspielwert enorm und zweitens gibt es wohl nichts Besseres, als in einem fetzigen Zwei-Spieler-Modus das komplette Chaos zu entfachen. Und Chaos ist wohl der einzige Grund, warum Return Fire überhaupt existiert. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, dieses Spiel zu hassen und nach Herzog 2 ist es wohl das fetzigste Pseudo-Echtzeit-Strategiespiel, das man sich für seine PS1 oder auch 3DO holen kann. Für den schnellen Spaß für zwischendurch kann man diese Perle wirklich empfehlen. Die Preise sind jetzt auch nicht enorm überzogen, aber vermutlich kann ein Ausflug nach Romhausen auch nicht schaden. Die 3DO-Version ist vielleicht in allen Belangen wohl die beste Version von allen. Aber auch mit der PS1-Version ist man mehr als gut bedient. Es mag ja sein, dass es vielleicht nicht genug Abwechslung bezüglich der Szenerie gibt, aber mit gut über 100 Level bekommt man eine geballte Ladung nach Hause geliefert. Und auch wenn Return Fire mit taktischer Kriegsführung nicht wirklich viel am Hut hat, liegt der Spielspaß definitiv an erster Stelle. Was auch überraschend ist, ist, dass die Komplexität im Verlauf sprunghaft ansteigt und aus einem zunächst stumpfsinnigen Actionspiel plötzlich ein höchst anspruchsvolles Ding wird. Wie gesagt, gibt es keinen guten Grund, warum man nicht mindestens einmal im Leben Return Fire gespielt haben sollte. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.